Momo, Nenzo wurde von mir heute einmal zu diesen beheizbaren Einlagesohlen. Das Ganze ist eben für die Schuhe gedacht, ist gerade für die kalten Monate natürlich eine sehr schöne Sache. Ich bin mir noch gar nicht sicher, wie das aufgebaut ist. Deswegen schauen wir das einmal gemeinsam einfach an. Verpackt, relativ simpel. Ich sehe hier Akkus. Da müssen Batterien entsprechend rein, also keine vorinstallierten Akkus. Dann haben wir hier die Sohlen mit den entsprechenden Kabeln. Dann haben wir hier den Ansteuerungspunkt für die Sohlen. Einen zweiten Akku. Und dann haben wir hier einen Befestigungsgurt. Der kommt wahrscheinlich ums Bein. So in der Art. Dann verstaut man den Akku hier drin. Also da rein und dann ist der da erstmal hinterlegt. Das ist für uns erstmal uninteressant, denn wir wollen natürlich nur das Ganze einmal in Aktion sehen. Dafür brauchen wir nicht das komplett anzuziehen, sondern es reicht, wenn wir es einmal uns genau anschauen können. So, dafür schnappen wir uns einfach mal eine Buchse und ich hau hier mal ein paar Batterien rein. Die sind leider nicht in der Lieferung enthalten, aber das schreckt uns natürlich nicht ab und wir probieren es dennoch natürlich aus. Und dann schließen wir das Ganze hier auch einmal an. Wobei ich mir hier jetzt gerade gar nicht so sicher bin, wie das genau funktioniert. Ah ja, okay, alles klar. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Wir können das Ganze über eine Powerbank steuern, die hier nicht enthalten ist. Und dann würden wir hier über diese Schnittpunkte das Ganze verbinden können und nutzen können. Oder wir haben eben unsere eigentliche Bank, die mit Batterien besteuert wird. Die schalten wir ein, dann leuchtet das Ganze auch. Wir wissen, das ist in Aktion. Und wir schnappen uns hier mal eine Sohle. Und testen mal, wie warm das dann wird, indem wir hier einmal dann das Ganze verbinden. Das Ganze hier eine relativ vernünftige Oberfläche, die wirkt auch so, als wenn sie Feuchtigkeit ein bisschen abweist. Falls wir also Schwitzfüße bekommen, was ja passieren kann bei so einer beheizten Sohle, dann ist dafür auch gesorgt. Hier unten ist alles nochmal schön gepolstert, damit wir da auch vernünftig drin liegen können. Und was natürlich auch eine schöne Sache ist, wobei ich glaube, das ist oben, ne? Genau. Und dann kann das nach unten nicht reinziehen. Und wir können das Ganze hier, sieht man auch noch, ein bisschen anpassen. Das sind auch die unterschiedlichen Größen vermerkt. Wenn wir das auf unseren Schuh zurechtschneiden müssen, können wir aber hier ganz entspannt lang gehen und wissen, hier ist keine Technik drin. So, ansonsten wird das Ganze in den Schuh buxiert und kann dann genutzt werden. Einfach der Einfachheit halber werde ich jetzt einfach mal hier so einen Hausschuh nehmen, weil das einfach einfacher ist, um das Ganze einmal nachzuvollziehen. Also wir nehmen im Prinzip die Einlage, platzieren sie auf der Fläche und dann liegt das Ganze hier vernünftig drin. Und auch jetzt merke ich schon nach und nach, dass das Ganze anfängt hier ordentlich zu produzieren, also dass hier die Wärme eben reingeleitet wird und dementsprechend kann man das also ganz entspannt einfach Plug-and-Use mäßig benutzen. Also wir schnappen uns die Sohle, legen die ein, schließen das Ganze an oder eben halt über den USB-Anschluss und haben dann eben in kalten Jahreszeiten vernünftig warme Füße in unseren Schüchen.